Dann hat sie so ein, wie heißt dieser Wohnungsschnitt? Eine Maisonette-Wohnung? Maisonette-Wohnung? Hier ist ein schöner Raum. Das ist derselbe Rollstuhl wie der auf dem Bild darüber. In dem einen Brief stand hier irgendwas mit, sie kann mit Toten reden, ne? Louis Napoleon Bonaparte. Ist irgendein Kinderfoto? William Hamilton. Ich kenne ihn. Das war ein Bandit, den ich vor 20 Jahren überführte. Alice weiß von Zacharias Greystoke, dem Toten vom Bulls Club. Ich habe den Mordfall doch aufgeklärt. Es ist übrigens das Outer City von damals. Horace Verney, ein entfernter Vorfahre von mir. "27 Tote nach Massenselbstmord in Ceuta? Spanien. Im spanischen Keuter wie spricht man das aus, wurden die Leichen von 27 Personen entdeckt, darunter auch 4 Kinder. Viele der Toten, die Mitglieder des Kultes Verehrung der Toten waren, hatten offensichtlich ein Getränk zu sich genommen, das mit einer tödlichen Mischung aus Cyankali und Beruhigungsmitteln durchsetzt war. Die Polizei konnte nur eine junge Frau namens Alice Floella Hamilton retten. Sie blieb zwar unverletzt, aber steht noch unter schwerem Schock, weswegen sie nicht in der Lage ist, Licht in diese dunkle Geschichte zu bringen." Wir wissen schon, dass wir erstmal jetzt vielleicht das mit der Bombe machen sollten. Nee? Ist nix. Alice spricht mit ihrem Vater, William Hamilton. Warte mal, William Hamilton ist ihr Vater und er sagt, er hat mit dem... William Hamilton war Alice' Vater, er wurde mit ihrer Unterstützung verhaftet und starb einige Zeit später. Oh oh. Alice Floella Hamilton, eine junge Frau mit einem ungewöhnlichen Hobby. Offensichtlich glaubt sie daran, dass sie mit den Toten kommunizieren kann. Sie verdient sich ihren Lebensunterhalt als Schneiderin. Offenbar schläft sie nicht gut. Sie nimmt Beruhigungs- und Schlafmittel. Sie ist heimlich tourisch. Sie hat ihre Wohnung in der Baker Street unter falschem Namen gemietet und verheimlicht auch, dass ihr Vater von ihnen verhaftet worden war, als sie noch ein kleines Mädchen war. Oh Gott. Da muss ich im Archive nachgucken. Das finde ich hier viel gruseliger, ne? Muss ich ehrlich gestehen. Charles Darwin. Englischer Naturalist und Geologe. Also wenn ich mir das so angucke, Schau sich einer das hier an. Alice praktiziert Spiritismus. Oh. Abraham Lincoln. Fertig, es ist an der Zeit zu gehen. Wirklich? Ein bisschen Angst um die, also vor der. Fest verschlossen. Achso, ich muss wieder oben raus, ne?
So, was müssen wir jetzt machen? Achso, im Archiv suchen. War alles vor. Ne. Dann müssen wir nach den Jahren gucken. Halt. Hier. Fluchtversuch aus dem Newgate-Gefängnis vereitelt. 4 Straftäter hatten vor, durch ein enges Abflussrohr aus dem Newgate-Gefängnis in London zu fliehen. Die Flucht war erstaunlich gut durchgeplant und sollte am helllichten Tag stattfinden, wurde aber letztendlich durch das schnelle und beherzte Eingreifen unserer Polizeikräfte vereitelt. 2 der Insassen wurden dabei getötet. Die beiden Überlebenden dürfen weiterhin ihre Strafe absitzen. Unter den Toten war der frühere Verbrecherkönig von London, William Hamilton. Hamilton war 1875 bei einem Scotland Yard-Einsatz unter der Leitung von Inspector Lestrade verhaftet worden. Ich wollte gerade sagen, da taucht ja unser Name gar nicht auf, aber bei den Ermittlungen, die zu dieser Verhaftung führten, hatte der berühmte Privatdetektiv Sherlock Holmes eine große Rolle gespielt. Nachdem Hamilton verhaftet wurde, wurde seine junge Tochter unter die Obhut ihrer Tante gestellt, weil ihre Mutter bereits verstorben war. Da, gefunden. So, was haben wir denn jetzt als nächstes? Verkleiden Sie sich als Bandit. Okay. Dann jetzt der eigentliche Fall, ne? Wir verkleiden uns mal als Bandit. So, Morgenmantel, festlich, Arzt, Bandit. Dann gehen wir zum Schminktisch. Haben wir hier irgendwie schwach getarnt? Jetzt bin ich getarnt. Wir sehen doch gut aus. Gut, der Hut passt jetzt nicht ganz zu der Jacke, aber hey. Perfekt. Jetzt kann ich mich ungestört und allein im Green Dragon umsehen. Oh, wie schön er schlummert. Okay. So, verkleiden Sie als Bandit, das habe ich. Und jetzt fahren wir zum Green Dragon. Kann ich schon irgendwelche Herleitungen machen? Als Verkleidung als Holmes, Journalisten. Ich glaube, ich... Doch. Oh. Orson Welles ist ein guter Schauspieler. Die Journalisten haben nicht bemerkt, dass sie nicht mit ihnen, sondern mit Wilde sprachen. Ist besessen von der Vorstellung, sie zu sein. Er verkleidet und verhält sich genauso. Er ist halt ein Schauspieler, ne? Also. Ne, da kann ich noch nichts machen. Okay. Dann müssten wir jetzt auch da sein, ne? Zieh. Ich muss vorsichtig sein in dieser Lasterhöhle. Können wir anders gehen? Komm schon, Bobby! Drücken! Ey, halt's Maul! Moin. Oder Namen, besser gesagt. Abend. Ich sollte still sein, damit ich hören kann, was die Leute so sagen. Los, feiern wir! Oh Gott, das wieder. Gutes Bier. Stark. Okay, das hat jetzt sehr wenig gebracht. Ich sollte es mal probieren. Ich trinke nur, wenn ich trinke. Runter damit. Das ist richtig. Das ist richtig unauffällig, Holmes. Da kommt keiner drauf, dass du spionierst. Hier kann ich nichts hören. Hier kann ich nichts hören. Hey, ich trinke nur, wenn ich trinke. Entschuldigung. Verschwinde. Ja. Ja, hey,
Saufnase, wo willst du hin? Verzieh dich mit. Ja, sehr gut. Von hier aus kann ich niemanden belauschen. Prost! Runter da. Ich vergaß. Nein, Katze, jetzt nicht. Nein, hier. Mist, der Anschlag auf Holmes ging schief. Okay, die haben also vom Anschlag gehört. Gut. Interessant. Man braucht eine Art Passierkarte, um durchgelassen zu werden. Mhm. Los! Runter damit! Höre ich vielleicht, wenn ich mich hier hinsetze, die anderen? Von hier aus kann ich niemanden belauschen. Nee. Ach da, warte, können wir... Los, feiern wir! Auch richtig unauffällig. Hä? Es gibt hier eine illegale Schnur, wenn ich. Na toll. Oh, jetzt habe ich aus Versehen weggedrückt. Scheiße. Weil ich zu viel gedrückt habe. Der Kerl mit der Hasenscharte? Der war ganz aufgeregt und ist nach oben gegangen. Ein Mann mit Hasenscharte. Das könnte der Bombenwerfer sein. Ich muss einen Weg nach oben finden. Also man braucht einen Passierschein A38, ne? Wenn wir jetzt rein zufällig an dem vorbeigehen. Bierchen gefällig? Ja, Hunde. Hey, was schaust du denn? Verschwinde! Okay. Los, feiern wir! Mach mir einen Doppelten. Ich gehe kurz rauchen. Er hat eine Passierkarte. Ich könnte sie stehlen. Oh. Passierschein A38. Okay, alles klar. Nochmal. Oh Gott, ist das schwer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geschafft. Okay, wir haben jetzt einen Passierschein A38. Eine Passierkarte zum illegalen Spielzimmer im Green Dragon. Dann gehen wir mal rein und spielen ein bisschen, hm? Du kannst durch. Passierschein A38, geht das alles, Chat? Ich sag's euch, hoch. Kann ich den Boss sehen? Jawohl, er wartet auf dich. Hasenscharte, Hasenscharte. Der Mann mit der Hasenscharte. Ich muss ihm irgendwie folgen. Okay, also was haben wir hier?
Glückssträhne. Erhöhe um den Schilling. Setze alles. Mucksmäuschen. Ich wollte gerade sagen, Mucksmäuschen still hier drin, aber irgendwie auch nicht. Heute ist mein Glückstag. Anfängerglück. Nicht so. Hey, da darfst du nicht raus. Setz dich hin und spiel. Oder verzieh dich. Versager. Setze alles. Ich werde heute reich. Was guckst du denn so? Erhöhe um den Schilling. Okay, hier kann ich nichts machen. Wen habe ich denn jetzt getroffen? Oh, Mensch, Kater. Eine Glückssträhne. Erhöhe um den Schilling. Los, feiern wir! Okay, was ist. Okay, hier kann ich von oben gucken. Interessant. Gut zu wissen. Was kann ich denn jetzt? Ich muss den ja irgendwie ablenken, ne? Den Dude hier. Die Tür zum Spielzimmer ist dort drüben. Ja, ich will hier aber rein. Das ist nicht das Spielzimmer, also verschwinde! Entschuldigung. Kann ich mich jetzt hier hinsetzen? Nö. Eine Glückssträhne. Erhöhe um den Schilling. Setze alles. Aber ich kann mich ja hier nicht hinsetzen. Ich dachte, was kann ich da machen? Ich muss auf die andere Seite. Von dort kann ich vielleicht in den bewachten Bereich gelangen. Ich muss für eine Ablenkung sorgen, damit die Wache von der Tür weggeht. Heute ist mein Glückstag. Anfängerglück. Nicht so lahm. Eine Glückssträhne. Da unten ist ein kleiner Spiel. Das sehe ich auch so. Mit einem Spiegel sieht er, welche Karten er austeilt. Der Knopf gehört zu dem Gerät an seinem rechten Arm. Mit diesem Gerät am Arm kann er sich extra Karten nehmen und so betrügen. Das ist ein Werkzeug für versteckte Karten. Mhm. Das Kabel führt von einem Arm zum anderen. Wenn ich das Kabel durchtrenne, kommen die Karten zum Vorschein und sein Betrug fliegt auf. Das muss ich zur Ablenkung machen. Dann kann ich nach draußen gehen. Setze alles. Ich werde heute reich. Aber wie? Was guckst du denn so? Erhöhe um den Schilling. Nicht ein. Wenn ich das Kabel durchtrenne, kommen die Karten zum Vorschein und sein Betrug fliegt ich auf. Ich gewinne. Ja. Eine ist hier irgendwo eine Schere Erhöhe oder so? Um den Schilling. Setze alles. Heute ist mein Glückstag. Keine Schere da, ne? Nicht so lahm. Eine Glückssträhne. Versager. Hier sind Messer erlaubt. Ein sehr feiner Hut. Heute ist mein Glückstag. Anfängerglück. Nicht so lahm. Eine Glückssträhne. Versager. Setze alles. Ich werd heute reich. Was guckst du denn so? Erhöhe um den Schilling. Nicht einpennen. Versager. Ich gewinne. Oh, diese Katze. Eine Glückssträhne. Die Wache geht von der Tür weg. Ein Messer nehmen. Setze alles. Also erstmal würde ich ihn ablenken. Dann würde ich das Messer nehmen. Dann heute ist mein Glückstag. Kabel durchschneiden, Streit beginnen und dann. Eine Glückssträhne. Halt! Versager. Scheiße. Zurücksetzen, nochmal. Also, ablenken. Messer nehmen. Kabel durchschneiden, Streit beginnen und dann. Nicht einpennen. So. Oder? Versager. Ich glaube, es war richtig. Ich muss um das Gebäude herum. Oh, ey. Oh nein. Ich weiß, was kommt.
Das muss wahrscheinlich noch schnell passieren, weil lange kloppen die sich ja nicht, ne? Macht sich tatsächlich ein bisschen einfacher, wenn man mit Controller spielt, aber wie wir in Lies of P schon festgestellt haben, ist das nicht meins.